Am Westerländer Bahnhof wurde in den vergangenen Monaten ein neuer großer Parkplatz für Pkw und Fahrräder angelegt. Dieser kann nun genutzt werden. Er hat eine Höchstparkdauer von einer Stunde und soll in erster Linie für das kurzfristige Parken zum Bringen oder Holen von Bahnreisenden dienen. Langzeitparker können wie gewohnt weiter das Zopp-Parkhaus nutzen. Außerdem stehen jede Menge neuer Fahrradparkplätze zur Verfügung. Der Parkplatz direkt vor dem Bahnhof ist nur noch für Menschen mit Behinderung und Taxen vorbehalten. 6 Schwerbehindertenparkplätze und 10 Taxenplätze stehen zur Verfügung.